Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier bei M&H Creators. Wenn ihr einen Mac-Computer habt, kennt ihr höchstwahrscheinlich das Problem. Wenn ihr mit solch einer externen Festplatte hier arbeitet, die ihr per USB bzw. USB-C an euer MacBook anschließt, hattet ihr vielleicht schon mal das Problem, dass ihr irgendeine Festplatte, die ihr zuvor an einem Windows-Computer genutzt hattet, bzw. die ihr nicht spezifisch für einen Mac-Computer gekauft habt, nicht an euer Mac funktioniert. Das Ganze lässt sich allerdings ziemlich leicht lösen. Es liegt nur daran, dass diese Festplatte ein falsches Dateiformat hat. Und in diesem Video will ich euch erklären, wie ihr dieses falsche Dateiformat ganz schnell und einfach in ein Dateiformat konvertieren könnt, das sowohl ein Windows-Computer als auch ein Mac-Computer problemlos lesen und schreiben kann. Also wollen wir nicht weitere Zeit verschwenden. Los geht's mit dem Intro. Herzlich willkommen zurück. Also, angenommen, ihr wollt jetzt diese Festplatte, die euer Mac-Computer nicht richtig lesen bzw. beschreiben kann, weil manchmal ist das so, dass euer Mac-Computer die Dateien von der Festplatte zwar lesen kann, aber nicht schreiben kann. Auf jeden Fall wollt ihr diese Festplatte konvertieren in ein Dateiformat, was sowohl euer Windows-Computer bzw. irgendein Windows-Computer als auch euer Mac-Computer lesen kann. Dann wäre der erste Schritt, dass ihr einmal irgendeinen Computer finden müsst, mit dem ihr eure Festplatte lesen könnt bzw. die Daten sichern könnt, weil alle Daten von der Festplatte gelöscht werden während der Konvertierung. Falls ihr jetzt das gemacht habt oder falls ihr direkt sagt, ihr braucht die Dateien gar nicht mehr, gehen wir direkt weiter zu Konvertierung. Habt ihr jetzt die Daten gesichert, könnt ihr damit beginnen, die Festplatte zu konvertieren. Und dazu müssen wir einmal in den App Launcher und da könnt ihr entweder hier oben über die Suche Festplatten dieses Programm suchen oder bei anderen Programmen hier in dem Ordner andere Programme hier auch das Festplattendienstprogramm finden. Im Festplattendienstprogramm sehen wir erstmal unsere Festplatten, also auch die internen. Was wir brauchen, ist hier die externe, das steht hier unten. Und da ist auch schon die Festplatte INA. Was wir machen müssen, ist, dass wir hier oben auflöschen müssen. Es gibt keinen anderen Weg, zumindest nicht den ich kenne, die Festplatte ohne sie zu löschen, zu konvertieren. Aber in meinem Fall ist das nicht schlimm, wir haben ja die Daten vorher gesichert. Das habe ich ja schon öfters jetzt gesagt. Ihr müsst vorher die Daten sichern, sonst sind die, nachdem ihr die Festplatte konvertiert habt, einfach weg. Hier können wir jetzt den Namen auswählen, die die Festplatte, nachdem sie konvertiert ist, haben soll. Ich nenne sie einfach wieder INA, weil das die Festplatte von dem Kanal meiner Schwester ist. Hier könnt ihr das Dateiformat auswählen. Da gibt es einige Formate. Ich würde euch grundsätzlich hier ein FAT-Format empfehlen, am besten das XFAT. Das kann mit Windows und macOS problemlos gelesen und beschrieben werden. Ist auch ein sehr modernes Format und wird derzeit von quasi allen Computersystemen anerkannt. Ich würde euch XFAT jetzt einfach empfehlen. Falls ihr euch da auskennt, könnt ihr auch irgendeins von den anderen Formaten nehmen. Hier könnten wir jetzt aus Flöschen gehen, hier nochmal auf Sicherheitsoptionen. Da können wir dann wählen, wie oft die Festplatte gelöscht werden soll. Man kann die jetzt hier bis zu 7-mal löschen lassen, dass auch wirklich keine Restdaten mehr drauf sind. Brauchen wir jetzt in diesem Fall nicht. Das dauert dadurch nur etwas länger und deswegen gehen wir hier bei Sicherheitsoptionen einfach auf 1. Das ist eh schon Standard. Und dann klicken wir auf Löschen. Wichtig ist, dass ihr beim Löschen auf keinen Fall das Kabel aus der Festplatte ziehen dürft. Sonst kann diese Festplatte nie mehr gelesen werden und ihr müsst euch eine neue kaufen. Es kann sein, dass es manchmal gut geht, aber wenn ihr während dem Konvertieren die Festplatte entfernt, ist das auf jeden Fall sehr, sehr gefährlich. Und passt einfach auf, dass dann das USB-Kabel nicht rausrutscht. Und jetzt können wir auch schon auf Fertig drücken. Und ihr seht, wir haben die Festplatte wunderbar hier mit XFAT. Sie ist komplett frei. Also 3 Terabyte sind frei. Wir können jetzt das Programm schließen. Und wir sehen auch im Finder, die Festplatte ist jetzt hier unten, hier bei Orte, komplett leer. Und wir können die Dateien aus dem Ordner dies und das auch wieder nehmen und auf die Festplatte schieben. Und wie ihr seht, laden jetzt auch die Dateien wieder zurück hier rüber. Das ist gar kein Problem. Jetzt habt ihr die Festplatte erfolgreich konvertiert. Ich hoffe, ich konnte euch damit helfen. Übrigens funktioniert das gleiche auch mit USB-Sticks und SD-Karten. Das ist genau dasselbe. Das müsst ihr einfach machen. Ich empfehle euch, das natürlich zu machen, bevor ihr wichtige Dateien auf Festplatten speichert. Ich hoffe, das Video hat euch geholfen. Dieses Video klicken. Hier habe ich 5 Tricks in Final Cut Pro erklärt. Hier habe ich erklärt, wie man YouTube ohne Werbung anschauen kann. Hier oben habe ich euch erklärt, wie ihr YouTube-Videos runterladen könnt. Und hier könnt ihr nochmal unseren Kanal abonnieren. Und ansonsten war es das auch eigentlich schon. Tschüss.